Ja, guten Morgen, Freunde. Willkommen zurück. Ein neues Video. Mercedes Sprinter Renntransporter. Weitere Erfahrungen. Freunde, ganz kurz nur. Wir sind oder wir haben uns kurzerhand überlegt, übers Wochenende in den Hunsrück zu fahren mit den Fahrrädern. Und ja, haben kurzerhand die Bikes hinten reingeworfen. Das klappt ja wunderbar. Und ja, wir wollten euch mitnehmen. Mal gucken, was wir filmen. Wir haben gar keinen wirklichen Plan, wie beim letzten Mal eigentlich. Ja, vielleicht machen wir so ein bisschen Erfahrungsbericht Hunsrück und wie man hier schön Mountainbike fahren kann. Es soll hier auch ein paar Bikeparks geben. Ich weiß nicht, ob wir die besuchen werden, aber wir gucken mal. Und ja, eigentlich geht's los. Es gibt auch nichts Neues im Sprinter. Also das alte Video ist immer noch aktuell. Das Einzige, was neu ist, sind unsere Raketeneierbecher. Ja, Kamel hat mal wieder gedruckt. Das ist ein 3D-Drucker. Wir hatten keine Eierbecher. Und jetzt bin ich gespannt gleich auf die ersten Eier kochen. Bis gleich. Also wenn das kein Raketenei ist, mega. Ja? So musste das sein. Übrigens, wir sind in Allenbach. Allenbach ist in der Nähe von Idar-Oberstein. Damit ihr eine grobe Vorstellung habt, wo, ja, unserer Meinung nach der Hunsrück sich befindet. Ne? Bis später. So, noch eine Sache noch. Wo wir uns befinden, habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Wir sind hier in Allenbach und das ist ein Waldgasthaus, also eigentlich ein Hotel. Waldgasthaus am Schwarzen Bruch. So, das Hotel hat aber auch Stellplätze, 8 Campingstellplätze und auch einen schönen Sanitärbereich, zeige ich auch wieder, mit Duschen, mit Toilette und so. Und das haben wir uns ausgesucht, weil wir haben natürlich hier Sanitär, aber nutzen wir halt limitiert. Und wenn es dann sowas gibt, dass ich dann mich vernünftig duschen kann und eine normale Toilette habe, ja klar, dann ist es deutlich zu bevorzugen. Kannst du mal raus gucken, ja. Da. Machst du auch Strom, Stromanschluss, ja. Da ist Strom und da hinten ist auch das Sanitärhäuschen oder der Sanitärbereich, ja. Genau, zeige ich ja gleich nochmal. Also, dann alles Gute und bis später. Ciao. Diese Landschaften. Leider sind wir nicht viele Kilometer gekommen, oder? Wie viel sind es? 800 Meter. 800 Meter und also plus Anfahrt. Plus Anfahrt, aber leider hat Kamil einen Platten. Snakebike. Ja. So, schon wieder fertig. Einsatzbereit. Los geht's. Ja. Leute, ist das nicht geil? Überall solche schönen Trails, stellenweise auch ein bisschen knifflig mit viel Wurzeln und weiter oben war leider ein bisschen ein Problem, da war sehr viel Laub und da konnte man die Spur gar nicht sehen. Aber sowas hier ist überall mega gut und alles so ausgezeichnet, ja. Also top, macht richtig Spaß und echt gut, sehr technisch auch, macht richtig Bock. Weiter geht's. Freunde, was eine geile Strecke. Also wirklich, lohnt sich ungemein hierher zu kommen. Wir sind wirklich begeistert. Wirklich geiles Netz, richtig schöne Trails, sehr abwechslungsreich, runter, hoch, runter, auch hoch. Auch beides, ne? Richtig, ja. Gut, macht so Bock. Und mit den E-Bikes, auch wenn alle immer sagen, hier E-Bike und wieso und weshalb. Das macht so Bock, wenn man hochfährt. Und man hat so technische Passagen, ey, richtig gut. Also hier, schaut mal, das ist der Zauberwald. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier sind, aber... Ja, ich habe die Karte da gerade aufgenommen. Echt Spaß. Aber,
Ja. So ein geiler Pumptrack da mit den Fullies funktioniert natürlich nicht so gut, aber wir hatten einmal Spaß. Da durchgepumpt, 190er Puls, heftig. Wahnsinn, wie anstrengend das war. Also, aber schön alles gepflegt, ne? Alles gepflegt, alles ausgeschildert, überall so. Toll. Die ganze Route und die ganzen Trails sind ausgeschildert. Ey, wirklich. Empfehlenswert. Echt empfehlenswert. Hier, top. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Morgen, Freunde, ein neuer Tag bricht an. Ihr habt gesehen, gestern hatten wir richtig viel Spaß. Also es bleibt nochmal hier das Gebiet zum Radfahren, Mountainbikefahren, wirklich super gut geeignet. Vielleicht nur eine Sache am Rande, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie wir navigieren. Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, mit den Mountainbikes irgendwie sich ja, im Wald zu bewegen. Und wir haben... Komoot kennt wahrscheinlich oder kennen viele von euch. Problem ist aber bei Komoot, dass es nicht immer die Trails als Route gibt, ne? Dass man quasi dann diese auswählen kann. Und wir haben so eine Kombination, also wir haben Trailforks. Trailforks ist wie eine Art Datenbank mit Trails, wo dann quasi je nachdem, wo man sich gerade befindet, die Trails aufgelistet sind. Diese kann man dann als Route exportieren sozusagen und dann also als GPX-Route exportieren und dann in Komoot wiederum importieren, weil diese Datenbank hier eignet sich nicht so gut zur Navigation. Ja, gar keine Navigation bietet die, glaube ich, an, oder? Ja, du kannst halt so ein bisschen schon gucken, wo du bist. Ja, aber die sagt jetzt nicht links, links oder rechts, das meine ich. Die navigiert gar nicht und deswegen kann man die dann importieren in Komoot und kann dann mit Komoot navigieren. Einziger Nachteil ist, GPX-Export braucht hier so eine Pro-Lizenz. Ja, die kostet irgendwie 1,99 im Monat. Und ja, das muss man wohl machen. Vielleicht habt ihr auch andere Tipps oder so, wie ihr navigiert, dann gerne in die Kommentare. Da freuen wir uns gerne. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, heute geht es auch nicht aufs Fahrrad, sondern heute gehen wir eine Runde wandern, denn wir haben gestern knapp 40 Kilometer gemacht und eben fast alle Trails hier und leider dann um 9 Uhr ohnmächtig ins Bett gefallen und jetzt heute tut ein bisschen was weh. Und Hauptgrund war, ich glaube, Willi Wurzel, ja? Willi Wurzel Trail hat uns den Rest gegeben von Arschschmerzen bis... Aber so lustig, das war so ja. Toll. Nee, hat wirklich Spaß gemacht. Also heute wandern und wir berichten später nochmal oder vielleicht morgen nochmal, wie es gewesen ist, ob auch wanderfähig das Ganze hier ist. Also danke, bis später. Ach so. Augmented Reality im Wald. Naja, wir laden gerade mal runter. Ja. Wo ist sie denn? Da hinten. Da müssen wir hin. Beweg mal. Wow. Ja, Freunde, zurück vom Wandern und jetzt wird draußen sogar noch gegessen. Wer hätte das gesagt? Wir haben den 30. Oktober und für fast 20 Grad, mega mäßig, gibt Reibekuchen. Und ja, jetzt geht's gleich los, Stärkung nach dem Wandern. So, Freunde, unser letzter Tag bricht an. Wir packen schon mal die Brocken zusammen. Es war wunderschön. Ein verlängertes Wochenende hier im Hunsrück. Auf jeden Fall empfehlenswert. Und abschließend vielleicht eine Sache, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie wir unsere Bikes verstauen und transportieren. Ja, zeige ich euch eben ganz kurz, wie das Ganze aussieht bei uns. Und vielleicht ja, kann der eine was mitnehmen oder auch nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Komm erstmal mit, dann zeige ich noch was anderes.
Generell ist das so, dass wir alles in so fertigen uns Kisten verpackt haben. Das heißt, wir haben für jede Kiste für Wandern, für Mountainbike fahren und was auch immer eine fertig gepackte Kiste. Das heißt, wenn es losgeht, müssen wir nicht lange suchen, sondern wenn es spontan ist, irgendwie Freitag nach der Arbeit losfahren, eben die Kisten einladen, alles ist drin und wir müssen uns keine Gedanken machen. Bei der Bundeswehr wird das heißen, starnmäßig gepackt, das Ganze. Ne? So. Aber um die Räder einzuladen, müssen die natürlich raus. Dann müssen wir das Bett hochfahren, damit wir besser uns bewegen können. So, dann holen wir das erste Fahrrad. Du hast vorne unsere Fahrradständer Seht, wir haben da vorne unsere Fahrradständer drin. Das sind so ganz normale Ständer, wo die Fahrräder mit dem Vorderrad reinkommen oder Hinterrad ist ja egal, ne? Damit die dann im Endeffekt stehen und nicht umfallen. Aber die nutzen wir auch hier für den Transport. So kann das Rad eigentlich schon nirgendwo hin. Ja, jetzt verzurren wir das Ganze noch mit unseren Airline-Schienen und Gurten. Ja, relativ simpel. Gurt zweimal um den Lenker wickeln. So. Etwas festziehen. So, und schon kann das Rad nirgendwo hin, ist eigentlich schon gut fixiert. Jetzt kommt das zweite Rad rein und dann sind wir schon fertig. Ja. So, Räder sind drin. Am Ende fixiere ich die ganzen oder die beiden Räder noch mit einem Gurt nach hinten, damit die eben nicht nach vorne weg können. Damit gehe ich einfach durch den Sattel und dann ist das schon fertig. Und fertig ist das Ganze. Kisten rein und Abfahrt. So, somit verabschieden wir uns jetzt auch von diesem Teil. Ja, war recht spontan, ohne wirklich Plan, was zu filmen ist. Ich hoffe, ihr nehmt wieder was mit. Es hat euch gefallen. Lasst einen Like da oder ein Abo. Freuen wir uns natürlich sehr. Kommentare wie immer auch. Und ansonsten bis bald. Alles Gute und tschüss.